Hi und willkommen zu Season 2 im Minecraft Redstone Freizeitpark. Ja, wie ihr sehen könnt, oder wie ihr jetzt sehen könnt, bin ich jetzt im Freizeitpark in der letzten, aktuellsten Beta-Edition. Wir haben den 24. Dezember 2018 und wie man hier sehen kann, sind schon einige Redstone-Anweisungen aktiv. Solltest du einen Fehler finden, nutze den Link, um zu melden. Ja, aber erstmal sehe ich mir alles an. Und ich fürchte leider, die Shader ziehen zu viel Leistung ab. Weshalb, ich versuche es einfach mal anders. Ne, das hat leider nichts gebracht. Ich muss den Shader leider durch den internen ersetzen. Mir sind die 60 Frames wichtiger. Naja, wie dem auch sei. Schmeiß ein Item rein und schau, was passiert. Nehmen wir doch mal ein. Lesen uns das Buch durch und nehmen uns eins, zwei. Nehmen wir uns einfach mal 4 von den Dingern mit. Aber jetzt lesen wir erst mal. Willkommen im Redstone Freizeitpark. Hinweis, dies ist eine Beta-Version. Also werden noch ein paar Dinge, wie zum Beispiel der Parkguide, fehlen. Außerdem kann es sein, dass einige Dinge noch nicht zu 100% funktionieren. Wir bitten, dies zu entschuldigen. Ihr dürft gerne ein Review auf YouTube machen. Bitte vergesst nicht den Donut sowie die Erbauer. Jawohl, das wollte ich sowieso noch machen, aber dann mache ich das jetzt. The Joecraft und Darkenia. Jawohl. Vielen Spaß beim Erkunden. Damit wollte ich erst einmal das, was ich schon länger hätte tun sollen, sagen. Vielen Dank an Darkenia und The Joecraft, beziehungsweise The Joecraft und Darkenia, für die Bereitstellung dieser wunderbaren Karte. Und das ist... Ja. Vielen Dank. Ich werde euch selbstverständlich verlinken. Und jetzt schmeiße ich mal ein Item rein. Na? Ui, da kommt Wasser raus. Ja, ich glaube, der Tempel von Notch sollte ähnlich funktionieren. Beziehungsweise der Tempel von Jeb. Naja. Wir haben jetzt genug Kohle. Wir gucken uns erstmal hier alles an. Ticketinformationen. Normale Ticket wird für alle Informationen. Nein. Aha. Wir brauchen ein Ticket. Also das ganze Programm. Was bist du? Aha. Tutsu? Ja, schon gut. Dann gucken wir mal, was für eine Ticketpakete bezahlen. Zahlungen werden akzeptiert. Klar. Rein da. Na denn. Gehe ich mal schnell in den Survival-Modus, damit ich auch zwischendurch was essen brauche. So. Wenn ich schon keinen Shader nehmen kann, nehme ich wenigstens ein gescheites Texture-Pack, das zu der... was für mich dazu passt. Was für ein Ticketpaket nehmen wir? Einmal Eintrittskarte, 7 Tickets. 12 Tickets. Allzu viel Bahn werde ich wahrscheinlich nicht fahren. 10 Essenskarten? Nö, ich nehme die hier. Wo ist die Tür offen? Hier. Ah, da ist es ja alles. Zack. Da ist ja noch mehr. Na denn. Ja, das hat doch was. Und jetzt raus hier. Na denn, wir hatten hier auf jeden Fall alles. Es ist schon wieder Nacht geworden. Oder überhaupt Nacht. Eingang A. Hier ein Wurf. Eintrittskarte. Moment. Ja, das ist die Eintrittskarte. Eintrittskarte oder Smaragd. Na, rennen mit der Eintrittskarte. Gut.
Was steht da? Neuer Besucher, dann setz dich in das Minecart. Gut, ich setze mich in das Minecart und... Uiuiui. Willkommen im Redstone Freizeitpark. Dies ist eine kurze Einführung. Bitte nicht aussteigen. Ich wusste gar nicht, dass ich das kann. Die Fahrt dauert ab jetzt circa eine Minute. Na, die Minute nehmen wir uns. Hi. Der Redstone Freizeitpark ist ein Großprojekt von The Joecraft und das Team Darkenia unter der Leitung von Sergius 114. Dich erwartet gewaltiger Freizeitpark mit vielen Attraktionen. Hier läuft alles zu 100% mit Redstone. Genial, wie sie das machen. Command-Blöcke wurden zwar zum Bau benutzt, aber anschließend wieder entfernt. Vielen Dank für die Bereitstellung dieses Parkes, habe ich schon gesagt. Und die bewegen sich wahrscheinlich ähnlich wie die Lamas damals in meiner... Der Park ist in Themen unterteilt. Es gibt die Themen The Woods, Wild Western, Ice Hills und Underground. Das Zentrum des Parks steht der Ticket Shop. Von dort aus kannst du zu jedem Bereich gelangen. Folge diesen einfach den Beschilderungen. Der Park verfügt auch über ein Hotel oder Zoo. Und Zoo, bitteschön. Vielen Dank für die Bereitstellung dieses Parks, wollte ich sagen. Ich habe ja schon mal kurz was vorgestellt. Alles weitere findest du im Parkguide. Gut. Inhalt wird noch eingefügt. Okay. So, jetzt habe ich... So. Jetzt bin ich da gelandet und man sieht's. Je mehr meine Performance in den Keller sackt, umso mehr Redstone ist aktiv. Eine. Okay. Ich hoffe mal, jetzt beruhigt sich die Framerate langsam. Parkguide. Nimm dir einen Parkguide oder gebe ihn zurück. Inhalt wird noch eingefügt. Ich glaube mir, das bringt ja nichts. Uiuiui. Der Parkguide ist zwar schön und gut, aber das bringt nichts, wenn da nichts drin ist. Parkplan auf der... Ja. Parkplan auf der Map in Itemframe. 3x6. Ja. Was aber nichts bringt, wenn hier nichts ist. Vielleicht in der nächsten Beta. Ticketshop. War ich da nicht schon gerade? Ja. Ah ja. Wie dem auch sei. Schalter für Bahnkarten. Habe ich schon. Ja, ich denke mal, 18 Bahntickets dürften reichen. Jetzt bin ich wahrscheinlich in der Mitte gelandet und... Was bist du? Schalter für Tickets. Ich bin jemand, der lieber ein bisschen zu viel einkauft, als zu wenig. Gut. 28 normale Tickets. Und wo geht's denn jetzt noch ein paar Essenskarten? Ich denke, 12 Essenskarten dürften reichen. Fein, fein. Jedenfalls, jetzt habe ich noch ein paar extra Karten geholt und noch ein paar extra Sachen ausgegeben und... Oh. Ausgang zum Park. Ja, natürlich will ich zum Park. Eieieiei. Ich kann nur immer wieder sagen, dass es mir leid tut. Ja. Wo gehen wir jetzt hin? Ja, ich denke mal zum Zoo. Weil wir werden diese Runde auch da beenden. Hotel? Ah, so sieht das also aus. Ja, es wurde sinnvoll und schön erweitert. Die Redstone-Uhr, die wir schon in der Redstone-Villa kennengelernt haben, ist da drin. Nicht schlecht. Alle 4 Minuten wechselt der Zeiger. Wenn ich mich nicht irre. Und dann wollen wir mal. Hotel. Ja, aber da will ich nicht hin. Ich will in den... Obwohl... Na schön, gehen wir ins Hotel. Bänd ich die Feuer da. Ich möchte ja schließlich alle Aspekte des Parks zeigen. Ganz gleich, wie lausig meine Framerate ist.
Nicht schlecht. Sag ich auch. Hotel zur Wassermelone. Schlüsselkosten 3 Smaragde. 1, 2, 3. Hä, was, wie, wo? Irgendwas habe ich doch gerade gekriegt. Ja, ja, ich find's. Hui, nicht schlecht. Danke. Okay. Ja, ja, schick, Gagmark. Zimmer 24, dann wollen wir mal. Gibt's hier noch irgendwas? Petzenstudio. Was ist ein Petzenstudio? Zu den Zimmern. Ja, dann gehen wir mal. 11 bis 14? Nö, ich darf natürlich mal wieder... Oh Gott im Himmel. Ich weiß, hier hinter den Bildern sind Geheimnisse. Aber jetzt bin ich erst einmal... Oh Gott, was ist denn das? 24, gut. 22. 23 und... 24. Gut. Hauen wir uns gleich ins Bett. Was? Ist schon wieder Tag? Oh nee... Ganz toll, bis ich mich hier in Richtung... Niedlich. Na, das ist ja witzig. Kaum habe ich mich in Richtung... Minibar. 8 Melonen. Melonenausgabe. Klar. Essen kann ich immer gebrauchen. Gut, danke. Na gut, dann ist halt wieder Tag. Bis ich hier in deinem Zimmer war, war schon wieder Tag. Das lohnt doch. Ah, sehr gut gemacht. Sogar mit Toilette und... Ich wette, hier kommt Wasser raus. Ja, es ist sogar warmes Wasser. Nicht schlecht gemacht. Ich bin gespannt, was hier das... wie das alles am Laufen halten wird. Und dann wollen wir mal in die Truhe hier. Na, sagen wir so. Und dann wollen wir den Schlüssel doch mal wieder zurückgeben. Aber vorher gucken wir noch mal nach oben. Ist hier noch irgendwas? Petzenstudio. Ich habe keine Ahnung, was ein Petzenstudio ist. Naja, lassen wir das. Ist auch nicht so wichtig. Naja. Jedenfalls, ich merke schon, die Folge nähert sich dem Ende. Und ich kann nur sagen, dass es mir leid tut, aber mein Computer ist leider nicht der stärkste. Naja, wie dem auch sei. Es sieht alles sehr edel und schön gestaltet aus. Aber man kann sagen, Redstone ist der Albtraum eines jeden PCs. Mal kurz gucken. Was ist hier? Ah ja. Nicht schlecht. Die Bilderrahmen sehen aus, als wenn hier Stöcke liegen würden. Hier ist... ein Wasserautomat. Nicht schlecht. Sieht gut aus. So, ist sie jetzt ein Geheimnis? Nö, hinter diesem Bild war leider kein Geheimnis. Hätte ja sein können.
Naja. Wie auch immer. Ich werde mal sehen, wie viel ich hier rausschneide, aber ich muss jetzt weiter. In den Zoo will ich doch noch und mal kurz gucken, wo kann man die Karte wieder zurückgeben? Okidoki. Ja, ich gehe ja schon. Und was war das jetzt? Na, ich will es gar nicht wissen, sonst verschlimmert sich meine Performance noch weiter. Ja, das sage ich auch. Bahnhof und Shop? Nö, da will ich nicht hin. Bevor ich mich noch weiter ver... Oh Gott, das ist ja schrecklich. Naja, egal. Auf zum Tierpark. Und lasst uns beten, dass die Performance besser wird. Kein Durchgang. Zava. Zava Zoo Mini. Ticket einwerfen. Zack. Ich weiß ja nicht, wie viele Überraschungen TJC und Darkenia uns vorbereitet haben, aber... Das ist gut. Ich wette, das ist die ähnliche Wagentechnik, die ich schon gesehen habe. Aber nicht schlecht, wie man, was man so alles realisieren kann. Ui. Dieses Geklicker macht einen ja wahnsinnig. Das ist gut. Und was seid ihr? Ein paar Pferdchen und ein paar Eselchen. Wie her? Ia. Naja, wie dem auch sei. Alter. Ocelot. Leopardus. Pardelis. Ja, aber das ist noch Eselus. Eselus und Ferdolus. Ist das hier so eine Art Streichelzoo? Ja, du siehst sehr intelligent aus. Hier, kauf dir ein paar Tempflakes. Wer sagt hier Schickackmack? Oh. Naja, Lebensraum Südamerika. Wo ist er denn? Otzi! Na, Mieze? Ich habe eine Schwäche für Katzen. Das ist schrecklich. Südamerika. Und hier? Zossolus vialus. Geschwindigkeit bis zu 60 km/h. Wölfe? Hä? Muss man das verstehen? Größe? 58 cm bis zu 80 Kilo. Kein Durchgang. Ausgang zur U-Bahn? Nö. Da möchte ich nicht lang. Und was ist jetzt? Hm? Das gehört also auch noch zum Zoo. Erstaunlich. Naja. Ich sehe schon wieder, ich habe mir wieder viel zu viel Zeit gelassen, aber ich möchte euch dann jedenfalls... Aha, eine hübsche kleine unterirdische Höhle mit Batmans Verwandtschaft. Sieht alles jedenfalls schön fantasievoll gestaltet aus. Und naja, damit möchte ich mich auch gleich verabschieden aus der ersten Runde dieser neuen Saison, der schönen neuen Staffel. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen, was ich euch gezeigt habe. In der nächsten Runde zeige ich euch mehr. Lasst mir doch gerne entsprechendes Feedback da, falls ihr wollt. Und entsprechendes Abo. Empfiehlt mich weiter, falls ihr Lust habt. Bis dahin und tschüss.